Und? Gefällt euch, was ihr seht? Das gibt's leider nicht zu kaufen, also ja, ich habe das nur einmal herstellen lassen. Hinten steht Silomat drauf. Hoffentlich in Comic Sans. Ja, warum nicht? Heute spielen wir mal wieder Random Indie Games. Und ja, ich habe Escapists nicht vergessen. Aber heute spielen wir was anderes, nämlich ein Indie-Spiel, ein Roguelike. Und ja, wir fangen einfach an. Nämlich spielen wir Noita. Und wie ich schon erzählt habe, das hier ist ein Roguelike in Pixelart. Ich habe schon ein bisschen gespielt, nicht nur ein bisschen Kappa. Auf jeden Fall kann ich hier mit F Sachen wegkicken. Und es ist irgendwie hier jeder einzelne Pixel einzeln simuliert mit Physik. So, und hier sind Gegner. Oh Gott, es ist hier alles gerandomized. Wir kriegen hier Geld. Und es ist so eine Mischung aus einem Roguelike und aus einem Sandbox-Game. Hier stehe ich gerade in Blut. Und wenn ich das mache, dann... Wenn ich quasi Blut an mir kleben habe, dann erhöht sich mein Angriff. Ah, auch dieser Anfangszauber hier ist gerandomized. Das hier kann alles sein. Und ich würde sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich gemacht? Nein, 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 Acid, oh nein, 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 ich will keine Säure. Komm schon, hör auf zu brennen. Ups, was habe ich hier? Whisky, scheißegal. Oh, obwohl, das brennt doch, oder? Brennt das? Nee, Alkohol brennt nicht. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Versuchen wir es einfach nochmal. Ich habe bisher keinen einzigen Win. Das ist sauschwer. Oh, jetzt habe ich zum Beispiel so einen abspringenden Zauber. Und ich habe hier noch so einen anderen Zauberstab, aber der macht meistens nur Bomben. Okay, die Dinger hier kann ich abschießen. Dann explodieren die irgendwann. Aber hier kann ich das gerade nicht zu meinem Vorteil nutzen. Hier ist ein riesiges Säurepool. Und zwei Gegner, die ich aber erfolgreich ausgelöscht habe. Ist noch irgendwie Atommüll. Oh, scheiße. Okay, das ist Säure. Ah! Irgendein Feuergegner. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Alter, wie viel Schaden macht denn der? Nein! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Nein, ich brenne! Oh mein Gott, ich hab irgendein Zeug eingesetzt. Irgendeine Flüssigkeit. Oh, Alter, ist das gefährlich. Nein! Alter, ich muss so aufpassen. Am Ende einer Stage quasi. Das hier ist Öl, oder? Ja. Damit bin ich leicht flammbar. Das gefällt mir gar nicht. Aber aus Spaß will ich es trotzdem versuchen. Nice. Irgendwie muss ich den hier wegbekommen, weil der nervt echt. Okay, er ist down. Ah, ich bin gierig. Oh, da ist das Portal. Weil es gibt so verschiedene Areas und am Ende ist immer so ein Portal. Und dann wird man geheilt. Kriegt Mana zurück und man kann sich hier so upgraden. Mit dem Gold, was man aufgesammelt hat. Schwarzes Loch klingt interessant und das hier. Okay, und dann kann man hier, kann ich das hier zuweisen. Okay, ich mach mal das hier. Oh. Okay, das hat nicht genug Mana dafür. Kann ich das so machen? Nee. So kann ich das auch nicht machen. Kann ich so machen? Okay, ich
probiere es mal so. Lucky Minion. Bridge, slow down. Oh, das ist geil. Dann hinterlasse ich eine Säurespur, die mich selber aber nicht verletzt, sondern nur Gegner. Ja, es ist sehr nice, sehr nice das Upgrade. Okay, da ist so ein Typ mit einer Shotgun. Ah! Warum wackelt hier alles? Okay, keine Ahnung. Irgendwas ist explodiert oder so. Komm schon. Oh, ich... Meine Waffe ist aber auch mega schwach irgendwie. Und was macht das hier? Oh. Oh, nein, geh doch raus, geh doch raus. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, ich werde das war's. Das war's doch definitiv. Ah, nee, nicht... Ah, nicht den Schleim. Der Schleim macht mich langsamer. Ah, was ist das? Oh mein Gott. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie scheine ich mich doch hier durchzuboxen. Ah, ja, ja. Oh mein Gott, ich habe ein HP. Geil. So, hier kann ich jetzt einen Zauberstab kaufen. Aber ich habe nicht genug Geld. Ich habe nur Geld für den hier. Oh, was ist das? Kann ich hier wenigstens das schwarze Loch reintun? Nee. Bomben könnte ich reintun. Wenn ich hier ein paar Dinger rausnehme und dafür das schwarze Loch reintue. Nee. Ich habe die Mechanik irgendwie noch nicht richtig verstanden. Okay, da bin ich immun gegen Explosionen. Was? Okay, ich... Das klingt interessant. Wenn Gold verschwindet, explodiert. Oh, hier ist noch ein Zauberstab. Mal schauen, ob der stärker ist. Ja, der ist sehr stark. Aber... Da ist irgendwie... Oh mein Gott, was war das? Ah, warum schießt hier alles auf mich? Nein. Okay, das war aber gar nicht mal so schlecht, der Versuch. Weil so weit bin ich meistens nicht gekommen. Ich war zwar schon mal in diesem Eisgebiet, aber meistens habe ich es nur bis zur Kohlemine geschafft. Was ist das hier? Okay, irgendein Fluch wird mich verfluchen, wenn ich den Effekt habe. Oh, da unten ist ein Lebensupgrade. Ah, das tat weh. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Und jetzt habe ich schon wieder so eine blöde Range. Ah, jetzt bin ich wieder voller Säure. Hä? Was ist das? Ich dachte, das wäre Wasser. Was ist das? Scheiße. Scheiße, was mache ich jetzt? Ah, ich ersticke. Wo bin ich hier? Ja, langsam tut sich was. Ey, was soll die Scheiße? Okay, ich glaube, ich starte nochmal neu. Oh, jetzt ist es irgendwie Nacht. Das scheint irgendwie ein selteneres Event zu sein. Bin ich ja mal gespannt, was das bedeutet oder ob das überhaupt was bedeutet. Was geht hier schon wieder für eine Scheiße ab? Warum blitzt diese Säure? Ich weiß es nicht. Ich hole mir jetzt aber erstmal hier Säure. Wer hätte es gedacht? Kann ich das irgendwie stoppen? Weil ich würde gerne an dieses Item rankommen. Okay. Was ist das? Uko Shofishifivi. Irgend so ein Blitzstein. Ist das eine Waffe oder was? Oh, was ist das?
Was ist das? Hier sind einfach irgendwie voll viele Buffs oder so. Jetzt habe ich hier zwei Steine. Kiva Shivi habe ich jetzt auch noch. Ich spreche das so falsch aus wahrscheinlich. 5. Was ist das? Oh nee. Komm schon. Ah, ich bin draußen. Komm, gib mir den Blitzstein. Der macht ja gar nichts. Oder habe ich verfehlt? Ich brenne, das ist gar nicht gut. Ah, der macht Schaden, aber jetzt nicht sonderlich viel. Okay. Dieses Spiel, ey, dieses Spiel, es ist so chaotisch. Ah. Ja, 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 bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, war das knapp. Ach du Scheiße. 40, 40. Wie verteile ich das jetzt? Explosive. Ah, ich habe so Zauberdinger gekriegt. Aus irgendeinem Grund. Make the projectile explode as it bounces. Ja, gut, dafür habe ich nicht genug Mana, das habe ich mir schon gedacht. Pollen. This homes towards nearby creatures. Okay. Das klingt schon mal nicht schlecht. Und dann mache ich hier Dynamit rein statt Bomben. Okay. Mehr Geld, wenn es ein Unfall war. Hab kapiert. Oh Gott. Nein, was habe ich hier gemacht? Nein! Oh Gott, ich habe meinen Zauber jetzt voll abgeschwächt mit diesem komischen Pollenzeug. Ah! Also, ich habe es jetzt zur Nahkampfwaffe gemacht. Ja, das war's. Das war's! Oder? Es besteht noch Hoffnung? Nee. Nee, nee. Oh! Okay, es besteht doch noch Hoffnung. Ah! Ja gut, wenn ich in den Gegner reinfliege. Einmal will ich es noch versuchen. Oh, was ist das? Hm. Okay, interessantes Starter, interessanter Starterzauber. Okay, den kann ich runter. Oh! Was ist gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt Geld. Ah. Ah. Oh mein Gott. Komm schon. Nein, ich backe hier in dem Ding drin. Okay. Was ist das hier? Broken Wand. Ja, der ist wirklich kaputt. Einmal soll ich den mitnehmen? Ich nehme den mal mit. Sonst nimmt den Gegner mit. Nee, ich glaube nicht, dass es geht, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Und das, den nehme ich auch mit. Oh nein! Den hatte ich schon mal. Oh mein Gott, den hatte ich schon mal. Das ist mega der Kackgegner. Dann würde ich aber sagen, war es das erstmal mit dieser Folge. Silo spielt random Indie Games. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao.